Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier bei Sandy MTB. Den kenne ich aus Instagram. Kann ich mal unten verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall sind wir hier gestern in der Pfalz etwas rumgefahren. Hat mir eine schöne Tour gezeigt. Es waren, glaube ich, 25 Kilometer. Und war wirklich schön, flowige Trails. Und ich blende euch hier oben, oder da, ich weiß nicht genau, das Video mal ein, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und jetzt wollte ich euch mal hier die klasse Aussicht zeigen, die ihr hier habt. Das ist der Wahnsinn. Also, das ist der Hammer. Da oben ist noch ein Kloster. So schön. Schön hier. Ah ja, du kennst hier die besten Plätze. Ah, Scheinser. Wow. Ja. Das ist mal geil. So, nach einem knackigen Anstieg sind wir jetzt hier auf dem Drachenfelsen. Hier, Sandy MTB. Auch Andreas genannt. Sau schön hier. Thank you.
geschafft. Wird mal jemand die Büsche schneiden? Hallo? Ich habe ganz taube Ohren vom Fahrtwind. Ja, richtig gut. So, wir sind jetzt hier an der Burg Hartenburg. An der Burg Hartenburg, ja. Machen jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp. Und wo fahren wir dann weiter? Na, Bad Dürkheim. Wo lang? Da hinten lang, oder? Da hinten lang, richtig, an der linken Klause entlang. Da irgendwo hinten lang. Genau, durch den Wald. Die schönsten Trails, wie immer. Die schönsten Trails. Sowieso. Ja. Bin ich davon überzeugt. Da gibt es nur noch einen knackigen Anstieg hoch. Da bin ich ja mal gespannt. Das schneide ich raus.
sind jetzt wieder zurück. Wie viele Kilometer sind angefahren? 36,24. Nicht schlecht, oder? Ja, in 4 Stunden 34. Okay, wir waren bestimmt schneller. Das hat bestimmt nicht richtig aufgenommen. Inklusive Pause. Inklusive Pause, okay, ist was anderes. Ja, ich packe jetzt meine Sachen zusammen, gehe duschen und dann geht's wieder nach Hause, zurück in den schönen Spessart. In der Pfalz ist es aber, deutlich schöner. Aber ja, ich wollte gerade sagen, in der Pfalz ist es schon auch sehr nicht schön. Schlecht. Ja, der gute Mann, der wohnt hier, der hat's gut. Ja. Der Mann mit dem schönen Ausblick über die Pfalz. Richtig, und nur 50 Meter bis zum nächsten Premium-Trail. Da hinten einen richtig schönen Trail runtergefahren. Ein paar Treppen, war schon schön, ne? Ja. Und das direkt vor der Haustür. Ja, saugeil hier. Also hat mir gut gefallen, ich komme bestimmt nochmal zurück. Garantiert. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Alle zum Andi kommen. Alle zum Andi kommen, ja. Sandy MTB Instagram anschreiben. Genau. Ich habe da ein Arbeitszimmer, das kann man buchen. Ja. Inklusive Frühstück. Und die Luftmatratze, die hat auch auf jeden Fall standgehalten. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ihr könnt ja mal an meinen Spessart-Videos vorbei gucken. Die verlinke ich hier mal irgendwo. Und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Noch Tschüss sagen. Tschüss.